Hallo, ich wollte euch heute etwas mitteilen, und zwar, es schneit. Es schneit jetzt endlich, also bis vor einer Woche oder so war da ja noch eher so Frühling. Es kamen sogar schon Frühlingsblumen raus und so, aber jetzt schneit es. Es schneit zwar noch nicht allzu viel, aber es bleibt sogar schon ein bisschen an Schnee liegen. Und ja, was soll man dazu sagen? Es schneit. Wie man sehen kann, das Schwimmbecken ist auch schon voll Schnee. Im Wald ist auch schon ein bisschen was, aber ich bin mir sicher, das wird noch viel, viel mehr werden. Ich hoffe es zumindest. Also Schnee hat ja zwei Seiten. Eine gute und eine schlechte. Die gute Nachricht ist, er ist so schön weiß und glitzert, obwohl ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass rosa Schnee viel schöner wäre. Stellt euch mal vor, alles wäre rosa. Dann hätte ich endlich mal meine rosa Welt. Aber weißer Schnee ist auch sehr schön. Wenn dann die Sonne drauf scheint, dann glitzert er immer so schön und so. Und ich mag das einfach total gerne. Das ist der positive Aspekt am Schnee. Das Negative dran ist, wenn man Auto fährt. Hallo Auto. Dann ist das ziemlich ein Problem. Weil wie ihr sehen könnt, ich wohne hier ziemlich abgeschieden. Das Ortsschild ist hier, das heißt, der Ort ist hier schon aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und naja, wenn es dann schneit, dann kommen die das ungefähr zweimal am Tag und räumen den Schnee weg. Und dann komme ich in der Früh oft gar nicht weg mit dem Auto, weil er so hoch der Schnee liegt. Das ist dann natürlich immer ein bisschen problematisch, und das ist das, was mich am Schnee so richtig nervt, wenn man dann eingeschneit ist oder auf der Autobahn alles voll Matsch ist und man so schnell wegrutscht, alles ist vereist, die Straßen. Also mit Autofahren ist das mit Schnee wirklich nicht sehr positiv. Mich stört die Kälte nicht wirklich. Mich stört Hitze mehr als Kälte und mich stört der Schnee nicht, weil ich ihn schön finde. Aber mich stört definitiv Schnee auf der Straße und zugeschneit sein. Aber ja, das Gute im Schnee ist allerdings auch noch, dass man Bob fahren kann. Seht ihr da drüben diesen Berg? Kann man total geil mit dem Bob runterfahren. Ich weiß, das klingt vielleicht kindisch, aber ich tue das total gerne. Ich habe so Bobs noch von früher und so Tellerbobs und so. Oder ich lasse mich einfach runterkugeln. Das macht total viel Spaß. Also Schnee hat zwar noch seine positiven Seiten, auch wenn er nicht auf der Straße liegen sollte. Aber im Moment ist die Straße ja noch frei. Beziehungsweise, wie ich vorher nach Hause gefahren bin, da war da noch Schnee auf der Straße, aber der ist jetzt scheinbar schon wieder so ein bisschen weggeschmolzen. Hier liegt noch ein bisschen ein und da haltet er sich wohl besser auf den Steinen. Und ja. Wie findet ihr Schnee? Mögt ihr Schnee oder mögt ihr Schnee ja nicht? Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Was haltet ihr von Schnee? Mögt ihr Schnee oder mögt ihr Schnee nicht? Liegt bei euch schon Schnee? Hat es bei euch heuer schon mal geschneit? Also die, die jetzt in den Bergen wohnen, bei denen wird es wahrscheinlich schon geschneit haben. Bei uns ist das jetzt definitiv der erste Schnee heuer. Und ja, das dachte ich mir. Ich teile das gleich mal mit euch, dass es jetzt bei uns endlich mal schneit. Ich dachte schon, der Winter kommt heuer gar nicht mehr. Ich meine, was das Autofahren angeht, hätte ich ja gerne auf den Schnee verzichten können, aber jetzt, wo es so schneit, muss ich sagen, finde ich das sogar relativ schön. Naja, hier wäre der nächste Nachteil. Das ist mein Trampolin. Und wenn es schneit, wird das nichts mit Trampolin springen. Aber ja, im Frühling dann wieder, dann geht es wieder los mit Spring, Spring, Spring und mit Schwimmen, also im Sommer dann. Und jetzt freue ich mich irgendwie schon auf den Schnee, wenn ich wieder ein bisschen Bob fangen gehen kann und wenn alles so schön weiß ist und Glitzer, Glitzer, Glitzer. Jetzt scheint momentan die Sonne nicht. Aber wenn dann wieder mal die Sonne rauskommt, dann glitzert das alles so schön und das mag ich total gerne. Und sehen wir uns mal ehrlich, zu Weihnachten gehört auch ein bisschen Schnee dazu. Fette Beleuchtungen und Schnee. Wow. Nicht, dass ich so ein Weihnachtsfan bin, ihr wisst schon, aber wenn schon Weihnachten, dann doch mit Schnee und so. Gescheit ist es gehört, ne? Ja. Okay. Es könnte wirklich heftiger schneien. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich mega schneit oder so, aber wie ihr seht, ein bisschen schneit. Ups. Und ich finde das irgendwie gerade total cool. Ja. So ist das, meine Lieben. Also, postet mir bei Kommentar, wie ihr Schnee findet, ob es bei euch schon schneit, ob es zum ersten Mal schneit oder ob bei euch schon längst Schnee liegt. Und ja. Ich freue mich über eure Kommentare oder eventuell über eure Videoantworten. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.